Oh. Tag, der Marco vom ehrlichen Essen. Heute gibt es mal wieder Futtern wie bei Mutter. Und zwar gibt es heute Gulasch. Aber kein stundenlang gegartes Rindergulasch, sondern eine schnelle Version vom Schweinefilet. Dauert wirklich knapp, roundabout 10 Minuten, nagelt mich jetzt nicht auf eine Minute fest. Und was soll ich sagen? Mega. Mega einfach, mega schnell, mega lecker. Futtern wie bei Muttern, schnelles Schweinegulasch. Da hinten, da unten, bei mir in der Küche. Mega. Für unser schnelles Schweinegulasch brauchen wir Schweinefilet. Das sind so roundabout 600 Gramm, halt ein Strang Schweinefilet. 404 Tomaten, etwa 500 Gramm sind das, zwei Zwiebeln. Wir brauchen einen Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer und einen Teelöffel Paprika. Ja, so dieses ganz normale Paprika edelsüß. Ja, das, was hier aussieht wie, sagen wir mal nichts, ist Tomatenmark. Und wir brauchen 400 Milliliter Schlagsahne. Auf geht's. Zum Schluss noch ein paar Kräuter, aber da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Vor dem Hochgenuss leider ein bisschen Schnibbelarbeit. Beim Schweinefilet, ja, da sind immer solche Fettstränge dran, ne? Ja, die können wir uns, wer möchte, mit dem Messer kurz entfernen. Einmal drunter gehen und mit dem scharfen Messer so wegschneiden. Das ist jetzt keine Aufgabe von Stunden, aber muss eben gemacht werden. Also weg damit. Noch der letzte kleine Rest hier hinten. Seht ihr kaum. Zack, hier noch ein bisschen. Wunderbar. Und jetzt unser Schweinefilet einfach runterschneiden. In solche, beziehungsweise die kann man ruhig nochmal halbieren, in solche Würfel. Wunderbar, Fleisch zur Seite stellen. Das Brett einmal gereinigt und jetzt, es muss weiter geschnibbelt werden. Die Tomaten einmal vom grünen Deckel, wollte ich gerade sagen, befreien, den brauchen wir nicht. Und dann wollen wir unsere Tomaten in so etwa 1 cm Stückchen schneiden. Das heißt, hier einmal so auffächern und dann einmal so runterschneiden. Das Innere der Tomate können wir ruhig drin lassen. Das mache ich eben fertig und dann geht es schon an die Zwiebeln. Und auch die Tomaten suchen ein neues Zuhause in einer Kumme. Eben zwischenparken. So, rein damit. Wunderbar. Zwiebeln schneiden. Nachdem wir in einem hochaufwendigen Prozess die Schale entfernt haben, schneiden wir unsere Zwiebeln hier so einmal ein. Na? Und dann in Würfeln runterschneiden. Die letzte Hälfte der zweiten Zwiebel. Perfekt. Und jetzt die Zwiebel? Nein, nicht in eine Kumme. Jetzt geht's gleich rapp, rapp, ab an die Pfanne. Heute habe ich es aber auch mit den Versprechern. Lass ich heute alle drin. Und schon sind wir an der Pfanne. Stufe 4 von 6. Und jetzt geben wir so ein bisschen Öl rein, Rapsöl habe ich hier genommen und unser Fleisch. Und das braten wir jetzt gute 3 Minuten, 4 Minuten an. Nach roundabout 2 Minuten können wir die ganzen Fleischstücke einmal wenden und immer daran denken, das ist Schweinefilet. Das muss nicht besonders lange garen. Das soll ja auch nicht trocken werden wie Furz, sondern richtig lecker sein. Und das ist ja auch der Trick beim schnellen Gulasch. Das muss normalerweise ja richtig lange kochen, damit das Fleisch auch mürbe wird. Beim Schweinefilet verhält sich das ein bisschen anders. Deswegen alles einmal drehen und dann auch noch mal 2 Minuten geben. Ich drehe mir mal so lange hier einen kleinen Wolf. Nach insgesamt 4,5-5 Minuten kommen die Zwiebeln dazu.
Und keine Angst, wenn ihr hier noch so ein paar Stellen rosanes Fleisch seht, das ist überhaupt nicht schlimm. Das wird jetzt alles nach und nach gar. Jetzt kommen die Zwiebeln da rein. Dicht gefolgt von unserem Tomatenmark. Das Tomatenmark, sehen wir zu, dass das auch eben die Pfanne berührt hier. Und das Ganze lassen wir dann noch mal so eine gute Minute schmollern. Jetzt sind etwa 6 Minuten rum und jetzt wird's gehaltvoll. Jetzt kommt die Sahne ins Spiel. Na, Packung 1. Packung 2. Und unsere Gewürze. Salz, Pfeffer, Paprika. Rein damit. Umrühren und einmal kurz aufkochen lassen. Es hat angefangen zu kochen, unschwer zu erkennen. Jetzt die Hitze ein bisschen reduzieren, von 4 auf 2 an dieser Stelle bei mir und 4 Minuten köcheln lassen. Zwischendurch umrühren hat noch nie geschadet. Aber auch dann wieder in Ruhe lassen. Die 4 Minuten sind rum und jetzt für die letzte Minute einmal die Tomaten rein, weil sonst verkochen die uns und wir wollen ja noch so ein bisschen was von der Tomate haben. Und dann wird auch schon serviert. Auch wenn rein optisch jetzt in der Minute nicht mehr viel passiert ist. Die Tomaten haben jetzt ein bisschen Wärme abgekriegt, sind aber nicht verkocht. Ja, runternehmen und servieren. Ach, wie schön, wenn ein Rezept auch mit einer kleinen Kummer aufhört. Und jetzt einmal hier so ein Schlag, Achtung, ohne zu kleckern, von unserem schönen, schnellen Gulasch. Ganz hervorragend. Noch ein bisschen Soße. Zum Schluss die versprochenen Kräuter, so ein bisschen Gartenkräuter, allerdings aus irgendeinem Garten und vor allen Dingen aus der TK. Aber überhaupt kein Problem, ihr könnt auch frische nehmen. Und fertig ist unser schnelles Schweinegulasch. Wohlbekommt's! Etwas mehr als 10 Minuten hat's gedauert. Nicht rauslaufen hier. Meine Version, gucken wir. Vom Schweinegulasch. So, mal eben probieren. So einen schönen dicken Onkel hier. Oh, Butterzart. Und richtig lecker. Wer Bock drauf hat, kann sich natürlich dazu Nudeln machen. Heute habe ich es aber mit dem Versprechen, ne? Weniger reden, mehr essen. Tschüss, ciao, euer Marco vom ehrlichen Essen. Ich esse weiter, bevor ich noch Blödsinn sabbel. Schön, dass du zugeschaut hast. Das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.